Mittelerde, Schatten des Krieges ist ein episches Open-World-Third-Person-Action-RPG und der Nachfolger des preisgekrönten Spiels Mittelerde, Mordors Schatten. Dieser Walkthrough beginnt nach den ersten Spielstunden und zeigt euch exemplarisch eine der epischen persönlichen Geschichten, die von der nächsten Generation des revolutionären Nemesis-Systems erschaffen wurde. Um Mittelerde zu retten, begeben wir uns weit hinter feindliche Linien und nutzen einen neuen Ring der Macht, um eine Armee aufzustellen und Mordor von innen heraus zu erobern. Auf der Weltkarte sehen wir viele Gebiete, die wir erobern können. Jedes dieser Gebiete bietet eine individuelle Landschaft mit einzigartigen Gegnern und Verbündeten, einschließlich Oberherren, Kriegsherren, Häuptlingen, Gefolgsleuten, Burgen, Festungsanlagen, Missionen und mehr. Heute attackieren und erobern wir das Bergtal von Saragost und entreißen es Saurons Oberherren Ur-Hakon, dem Drachenlord. Lasst uns mit dem Angriff beginnen. Nicht nur unsere Feinde und die Welt machen das Nemesis-System so einzigartig, sondern auch unsere Gefolgsleute. Ragduk, der eiserne Reiter, hat gepanzerte Kavallerie, die durch die Flammen von Artilleriefeuer stürmen kann. Der Zerstörer ist ein lebendiger Rambok mit der Kraft, feindliche Verteidigungsanlagen zu zertrümmern. Mit unseren Gefolgsleuten an unserer Seite müssen wir uns als erstes dem Sturmbringer stellen. Heller Herrscher, für dich kämpfte ich, blutete ich, du überließt mich dem Tod. Doch ich bin auferstanden durch die Macht des dunklen Herrschers. Er hegt langjährigen und persönlichen Groll gegen uns und war einst Teil unserer Armee, bevor er uns hinterging und sich dem dunklen Herrscher anschloss. Er ist auch mit einem dunklen Fluch belegt, wodurch wir die Macht des neuen Rings nicht einsetzen können. Komm, stürme in die Flammen meiner Blutrache! Verbrenne! Der Oberherr hat mehrere Festungsverteidigungen aufgestellt, einschließlich Belagerungsbestien und Flammenschützen. Ah, genug geredet! Wir bringen Krieg! Unser erstes Ziel wird es sein, das Haupttor zu durchbrechen. Dunklen Herrschers. Nachdem der Sturmbringer besiegt wurde, haben wir den Fluch gebrochen und können jetzt, da der Zerstörer das Tor durchbricht, mit voller Stärke zuschlagen und mit unserer Armee die Festung stürmen. Thank you.
Es gibt viele Wege, eine Festung zu erobern. Vom offenen Kampf bis zum Schleichen und Infiltrieren. Wir haben beim Feind einen Spion eingeschmuggelt. Totauge hat Sprengstoff platziert, was uns ermöglicht, die Mauer zu sabotieren und die Verteidiger zu umgehen. Wirklich gedacht, du könntest mich so leicht töten. Der Spion kann Feinde auch aus der Entfernung abschießen. In Mittelerde Mordors Schatten erschuf das Nemesis-System neue Geschichten, voller Blutvergießen und Vergeltung. In Schatten des Krieges können eure Gefolgsleute völlig neue Geschichten über Loyalität, Verrat, Rivalität und sogar Freundschaft erschaffen. Hab dich! Danke, Totauge. Guter Schuss. Wir haben in Mittelerde Schatten des Krieges die Rollenspielsysteme stark erweitert. Das Besiegen vom Sturmbringer ermöglicht uns, diese legendäre Rüstung von Rohan zu erbeuten und anzulegen. Waldläufer! Für gewöhnlich bin ich nachsichtig. Doch Sturmbringer, er gehörte mir. Eigentlich wollte ich ihn töten! Es ist Zeit für ein Tänzchen! Das Aufsitzen auf gepanzerte Kavallerie ermöglicht uns, unversehrt durch diese Flammen zu reiten. Das Freilassen und Beherrschen des Drachens richtet die Verteidigungsanlagen des Oberherrn gegen ihn selbst. Ihr habt der Flamme des Krieges Furcht eingeflößt. Jetzt unterwerft ihn. Nieder vor mir! Der Ring der Macht ermöglicht uns, den Geist unserer Feinde zu beherrschen. Ich bin dein und sie zu zwingen, sich unserer Armee anzuschließen. Mit der Macht des neuen Rings und der Hilfe unserer Gefolgsleute konnten wir die Häuptlinge besiegen. Thank you.
Nun können wir uns dem ultimativen Feind in der Festung widmen, dem Drachenlord selbst. Holen wir nun, was uns zusteht. Dank des Nemesis-Systems wird jeder Oberherr, dem sich der Spieler stellt, einzigartig in seiner Welt sein. Und der Thronsaal wurde vom Oberherr selbst als seine persönliche Kampfarena gestaltet. Der Herr von Mordor persönlich. Der Grabwandler. Viel Chaos hast du gestiftet, nicht wahr? Mein Heer zerstört. Mein Drache tot. So viel Schmerz. Tja, mit Schmerz kenne ich mich aus. Und deiner? Dein Schmerz brennt ein Loch in diese Welt. Zeige dir, wie man's macht. Das wird wehtun. Oberherr besiegt wurde, gehören die Festung Saragost und dieses Gebiet Mordors nun uns. Die Eroberung des Gebiets belohnt uns mit Erfahrung, Beute, neuen Gefolgsleuten und Ressourcen. Hier können wir jetzt eine eigene Basis errichten, von wo aus wir unsere Truppen trainieren, unsere Stärke ausbauen und unsere Verteidigungsanlagen gegen Saurons Gegenangriffe verstärken können. Wechseln wir zurück zum Armeebildschirm, wo wir unsere Feinde analysieren und unsere Gefolgsleute kommandieren können. Wir müssen uns einen neuen Oberherren aussuchen, damit er das Gebiet seinem Einfluss unterwirft und damit eine völlig neue Nemesis-Festung errichtet. Dieser Kriegsherr ist ein Nekromant, der mit Magie einen Schleier über die Festung legt, um Angreifer zu verwirren und in Schrecken zu versetzen. Dieser Kriegsherr ist ein Bestienmeister. Er ermöglicht uns, die Kreaturen Mordors gegen unsere Feinde zu richten. Wir befördern aber Ragduk, den Kriegsherren, der durch den alliierten Angriff gestürmt ist und uns dabei geholfen hat, Ur-Hakon, den Drachen, zu besiegen. Als Plünderer kann er das Gebiet für uns ausbeuten und brandschatzen. Da unser neuer Oberherr an seinem Platz ist, können wir nun die Festung verstärken und dadurch ihre Verteidigungsanlagen und die Größe und Stärke unserer Armee erhöhen. Wir, Brüder! Das Nemesis-System hat jedes Element dieser Mission auf einzigartige Weise dynamisch erschaffen. Kein zweiter Spieler wird je die gleiche Geschichte erleben. Das war nur ein Schritt auf dem Weg zur Eroberung Mordors. Ein kleines Beispiel der Millionen einzigartiger Geschichten, die Spieler in Mittelerde Schatten des Krieges erschaffen werden.